Naja, der ÖVP-Bundespartei, der ist geschlagen und ich bin ja der Meinung, dass es ein sehr, sehr eigenartiges Schauspiel war, das wir da gesehen haben. Zum einen gab es einmal ein lustiges Begrüßungstransparent. Willkommen oder herzlich willkommen zum 40. Parteitag der Huren der Reichen. Also, wer auch immer diese Aktion gemacht hat, natürlich ist es eine Anspielung darauf, wie der Thomas Schmidt, der Chronist der ÖVP, mit seinesgleichen, mit Gernot Blümel, Sebastian Kurz und Co. kommuniziert hat. Und deswegen ja, war eigentlich dieses Transparent schon recht passend. Gratulation zu diesem Aktionismus. Aber arg war ja auch der Aktionismus des Herrn Bundeskanzlers selbst, denn er hat ja mehr oder weniger seine eigene Partei und seine eigenen Parteidelegierten und Gäste als Viren bezeichnet, aber die kümmern ihn ja nicht. Ne? Kann man in folgender Zuspielung sehen. So viele in so einem kleinen Raum heißt auch so viele Viren, aber jetzt kümmert es uns nicht mehr. Schön, dass ihr da seid. Weitergegangen ist es ja dann mit einem Rundumschlag gegen alle anderen politischen Kräfte in dem Land und ja, eigentlich auch mit der Feststellung, dass sicher alle anderen daran schuld sind, dass die ÖVP korrupt ist, aber die ÖVP selbst natürlich überhaupt nicht. Also man hat hier, glaube ich, wenig Schuldbewusstsein gestern gezeigt, im Gegenteil, also alle anderen haben mehr oder weniger der ÖVP fast zur Korruption genötigt, die ja jetzt vorgeworfen wird. Begleitet war dieser ganze Parteitag aus meiner Sicht durch eine vollkommen skurrile Berichterstattung. Natürlich hat sich der ORF überschlagen und auch alle anderen Medien haben eigentlich fast nichts anderes mehr berichten können als über den ÖVP-Parteitag. Wobei wiederum, wenn man ÖVP-Parteitag hat, dann würde das zumindest Corona besiegen und den Ukraine-Russland-Konflikt beenden, zumindest wenn man sich anschaut, mit welcher Gewichtigkeit dann in den Medien darüber berichtet wird. Richtig lachen musste ich, als der öffentlich-rechtliche Rundfunk bekannt gegeben hat, auf der einen Seite, wie viele Gäste beim Parteitag waren und auf der anderen Seite, wie viele Stimmen Karl Nehammer bekommen hat. Und wenn man sich das anschaut, diesen Unterschied, dann weiß man, warum Bildungsfernsehen offensichtlich heute nicht mehr zu den Stärken des ORF gehört. Und zwar gibt es zwei Zahlen. Auf der einen Seite ist uns berichtet worden, dass 515 Delegierte am Parteitag anwesend waren. Und auf der anderen Seite hat Karl Nehammer davon 524 Stimmen bekommen. Also er hat 524 von 515 Stimmen bekommen. Das heißt, also der ORF hat eigentlich hemmungslos tief gestapelt, dass er davon berichtet hat, dass Karl Nehammer mit 100% wiedergewählt worden ist, sondern eigentlich waren es sogar 101,7%, die den Herrn Nehammer gewählt haben. Das heißt also, mehr als die theoretische Möglichkeit an Delegierten hat ihn tatsächlich die Stimme gegeben. Also man sieht schon, rechnen ist oft eine schwere Sache, auch für den einen oder anderen Redakteur beim ORF. Aber wie gesagt, der Propagandaauftrag des ORF ist total erfüllt worden. Man hat also diese 100% der Stimmen abgefeiert, auch wenn es zumindest den ORF-Angaben zufolge mehr gewesen sind. Und da hat man sich schon gedacht, na, eigentlich 100% der Stimmen, dass überhaupt niemand in der ÖVP mit diesem Korruptionsstadl unzufrieden ist und den Herrn heutigen Kanzler dafür haftbar macht und ihm seine Stimme nicht gibt, ist ja nahezu unvorstellbar. Also stellt man sich die Frage, entweder die haben die Leute alle unter Druck gesetzt, die irgendwie was Kritisches geäußert haben. Oder man hat das Muster von früheren bekannten nicht-demokratischen Systemen gewählt. Denn ich kann mich erinnern, Saddam Hussein war immer regelmäßig an oder über 100%, egal ob es jetzt Wahlen oder Parteitage waren. Und na ja, auch in Nordkorea gibt es natürlich keinen Parteitag, der nicht mit 100% für den dortigen Führer ausgeht. Das heißt also, man sieht hier Parallelen in der politischen Kommunikation. Oft ist es gar nicht so schlecht, wenn man auch Gegenstimmen zulässt oder zumindest darüber spricht, auch in den Medien. Aber sei es drum, der Unterschied zu diesen totalitären Staaten, die natürlich in keinem Verhältnis zu Österreich stehen, das sei auch hier jetzt einmal gesagt, aber es ist nur ein anschauliches Beispiel. Der Unterschied zu Nordkorea und dem Irak ist aber vermutlich folgender, dass sowohl bei Saddam Hussein in dem Regime, das er geführt hat, als auch bei Kim Jong-il sicher nicht so viele Funktionäre mitwählen dürfen.
wie in Österreich oder bei der ÖVP besser gesagt, vor Gericht stehen, Beschuldigte sind oder generell Korruptionsvorwürfe erklären müssen. Ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied und das hat damit zu tun, dass einfach im Irak und in Nordkorea der tiefe Staat noch weiter vorangeschritten war, als es in Österreich schon der Fall ist und dort nicht einmal mehr denkbar war, dass solche Leute noch vor Gericht gestellt werden. Also das gibt uns ja immerhin noch einen Funken Hoffnung. Aber denkt man trotzdem einmal über das Gesamt, über die Gesamtgemengelage nach. Da auf der einen Seite hat man einen August Wöginger, der seinen Freund ins Finanzamt gehievt hat, den Bürgermeisterfreund, den Bekannten, der jetzt einen Beschuldigtenstatus eingebracht hat bei der WKStA, der hält eine Brandrede auf den Bundeskanzler Nehammer. Als nächstes kommen dann Wolfgang Sobotka und Hanni Mikl-Leitner, die da huldvoll applaudieren und klatschen und sozusagen, unter uns kannst auch du Bundesparteiobmann sein, signalisieren. Na, und zum Schluss darf dann noch der Sebastian Kurz faktisch ohne Schuldbewusstsein 8 Minuten lang selber abfeiern und auf seine großen Leistungen verweisen. Also am Ende finde ich das schon alles sehr, sehr eigenartig, wie sich die ÖVP da gebärdet und ich möchte nur zu einem Gedankenexperiment einladen. Man stelle sich vor, die FPÖ hätte 6 Monate nach Ibiza so einen Parteitag abgehalten und solche Signale ausgesandt. Also ich bin überzeugt davon, da wären die Lichtermeere nur so rotiert um den Ring in Wien und da wären wir gar nicht fertig gewesen geworden mit dem Betroffensein. Das sei hier auch einmal gesagt. Apropos Lichtermeere, auch die SPÖ Burgenland hat ja gestern ihren Parteitag gehabt und da habe ich auch ein paar Bilder medial aufschnappen können. Zum einen hat es da das Krampflächeln von der Frau Rendi Wagner gegeben, die mehr oder weniger wie zwangsausgesetzt im Sunshine State gewirkt hat. Und zur anderen Seite hat die SPÖ natürlich auch ihre soziale Treffsicherheit dort erkennen lassen. Denn immerhin hat der Landeshauptmann Tosko Zil dort jedem Kind im Burgenland ein paar Ski versprochen, sollte er wieder Landeshauptmann werden. Jetzt mag ich unsere burgenländischen Nachbarn wirklich sehr, wage aber zu bezweifeln, dass gerade im Burgenland, und da denke ich jetzt vor allem an die Topografie, Skier das Richtige sind, um die soziale Gerechtigkeit durchzuzelebrieren. Denn zum einen gibt es dort halt einfach nicht besonders viele Berge, folgedessen auch nicht besonders viele landesnahe Skibetriebe oder Betriebe, die halt entsprechende Skilifte betreiben. Und somit könnte man an dieser Schraube eben auch nicht drehen. Ja. Also ich weiß nicht, was sich Tosko Zil bei diesem Beispiel gedacht hat. Vielleicht war es nicht hundertprozentig ausgegoren. Aber eines vielleicht noch zum Schluss. Möglicherweise konnte die Hanna Mikl-Leitner demnächst auf die gute Idee, dass alle niederösterreichischen Kinder ein Kitesurf-Paket bekommen und dann müssen wir uns halt einen Neusiedlersee ausheben. Also dann, alles Gute, schönen restlichen Sonntag noch. Bis morgen.